Narzissten schlagen oft in das Leben von Betroffenen ein wie Abrissbirnen. Am Ende bleibt oft weder finanziell noch existenziell irgendwas von demjenigen übrig. Aber was wäre, wenn ich dir jetzt sagen würde, es gibt eine leichte und effektive Methode, Narzissten in Zukunft hundertprozentig zu durchschauen und dann eben schon schnell deine Konsequenzen ziehen zu können, damit du dich schützen kannst. Darum soll es heute gehen, meine Lieben. Herzlich willkommen wieder hier bei Hilfe für Opfer von Narzissten. Mein Name ist Arti. Ich bin von Beruf psychologische Beraterin und Coach für Opfer von Narzissten. Bist du da noch in einer schwierigen Situation und weißt einfach nicht so recht, wie du da rauskommen sollst, dann melde dich bitte gern bei mir. Ich helfe dir da super gerne weiter. Hier verlinke ich dir gerade meine E-Mail-Adresse. Schreib mir einfach und dann machen wir gemeinsam einen telefonischen Online-Termin aus. Okay, ihr Lieben. Herzlich willkommen auch wie immer an alle Neuen. Wir treffen uns hier immer donnerstags um 18 Uhr. Hier geht es um das wichtige Thema Narzissmus. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Drück auch das Glöckchen, dann verpasst du kein Video mehr. So Leute, also ich werde heute das große Geheimnis lüften und es wird wahrscheinlich einige von euch überraschen. Aber es gibt tatsächlich eine Sache, die vor allem Narzissten tun, beziehungsweise sehr speziell tun, wo du in Zukunft sehr schnell hinterblicken wirst, und zwar auch schon ganz am Anfang, wenn du die kennenlernst. Ja, denn das ist ein großes Spektrum und das wird auch schon zur Sprache kommen, wenn du sie gerade erst so datest, sag ich mal, ne? So, wir werden natürlich erstmal aufdecken, was ist jetzt diese eine Sache? Und dann bitte aber dranbleiben, denn nur weil du weißt, was diese eine Sache ist, reicht es leider noch nicht, denn auch diese eine Sache hat sehr viele Unterkategorien und du brauchst hier die ganze Palette der Trickschen, der perfiden Arten und Weisen, um es wirklich zu durchschauen, weil sonst lässt du dich wieder nur manipulieren und in den Sog des Narzissten ziehen. Ganz klar, ihr Lieben, okay? Also, ich lüfte jetzt hier direkt das große Geheimnis, damit wir dann direkt danach ganz tief ins Thema einsteigen können. So, und das große Geheimnis, wie du jeden Narzissten schon am Anfang hundertprozentig enttarnen kannst, ist, Trommelwirbel, wie verhält sich eine Person während oder vor oder nach einem Konflikt? Offene Münder, ich sehe es schon, ja. Okay, damit hättet ihr wahrscheinlich nicht gerechnet, gell? Aber die einzige richtig gute Methode, um Narzissten zu enttarnen, ist zu gucken, wie gehen sie mit Konflikten um. Natürlich müsst ihr jetzt erstmal lernen, wie gehen Narzissten denn mit Konflikten um? Was sind da ganz klare Alarmzeichen? Ich werde das für euch natürlich immer runterbrechen, kompakt und verständlich erklären. Das macht uns ja aus, ne? Damit ihr da ganz klar und schnell eure Konsequenzen in Zukunft ziehen könnt. Also, unser Geheimnis ist schon mal, es sind die Konflikte, die Narzissten im Endeffekt enttarnen. So, und das Erste, was wir besprechen müssen, ist natürlich, es gibt verschiedene Arten von Konflikten. Da gehe ich mal kurz drauf ein, weil das ist wichtig. Das ist wichtiger, als ihr denkt. Das werdet ihr gleich merken, ja? Denn es gibt Konflikte, die sind lang anhaltend, über Jahre gehend. Und es gibt Konflikte, die passieren im Affekt. Die sind ganz plötzlich da und passieren dann meistens mit euch. Na, ganz klar, okay? Aber Leute, gerade die langanhaltenden Konflikte zeigen euch schon ganz viel über einen Menschen. So, das bedeutet, wenn du jemanden kennenlernst und der dir dann irgendwann anfängt zu erzählen, ne, wie er mit anderen umgeht, was er mit anderen erlebt hat, ne, sei es Familie, sei es Partner, Ex-Partner, ne, da wirst du schon eine wichtige Lektion lernen. Bitte aufschreiben. Ja, ihr wisst ja, ihr sollt hier immer Stift und Block parat haben, um mitzuschreiben, ne? Das erste ist immer, Narzissten sind andauernd mit jedem in Konflikt. Immer. Es gibt keinen Narzissten, der nicht mit wenigstens einer Person gerade im Moment einen Konflikt hätte. Gibt es nicht. Narzissten haben immer eine Persona non grata, meistens mehrere. Und gerade wenn du in die Vergangenheit eines Narzissten guckst, wirst du sehen, da ist nur Asche. Da sind keine Menschen, die ihm noch wohlwollend entgegenblicken, keine Menschen, die er jetzt noch mit Respekt behandelt, sondern es ist immer ein Ein-Mann-Spiel. Die sind und bleiben immer alleine. Die wenigen Freunde, die sie mal hatten, haben sie vergrault. Mit der Familie sind sie meist auch
komplett zerstritten oder viel zu eng. Ihr kennt ja narzisstische Familienkonstellation oben rechts, nochmal das Video, falls euch das interessiert, ne? Ja, also da haben wir entweder eine komplette Verbandelung krankhaft oder eine komplette Spaltung. Was dazwischen gibt's nicht, okay? So, und da wirst du schon die ersten Indizien kriegen, dass der Narzisst mit allen immer im Konflikt ist. Ja, er wird schlecht von Exen sprechen, von Familienmitgliedern, von Kollegen, von ehemaligen Freunden. Da wirst du eine Tirade an traurigen Geschichten hören, wie er ja immer das Opfer war und er leider von allen gehasst wird, beziehungsweise warum er alle hasst. Ne? Und jetzt Achtung, da gibt es immer eine Ausnahme und das ist die Person oder die Personen, wo der Narzisst sich gerade einschleimt, von denen er was möchte. Du, meine Liebe, du, mein Lieber, gehörst gerade dazu, ja? Also natürlich. Ne? Und deswegen wirst du auch durch diesen krassen Widerspruch, wie nett er mit dir umgeht, wirst du denken, okay, es muss ja wirklich was mit der Person zu tun gehabt haben, dass er da so oder sie so böse ist. Narzissmus genderneutral. Ne? Und mit mir geht er ja ganz anders um, also kann er ja kein schlechter Mensch sein. Achtung! Ja, Achtung! Das ist ein Trugschluss. Noch was zum Mitschreiben, ja, wie der Narzisst mit seiner Vergangenheit, mit den Menschen aus seiner Vergangenheit umgeht, ist ein Spiegelbild dessen für deine Zukunft, wie er mit dir umgehen wird. Also bitte hör da mal ganz genau hin. So, das zweite, wie Narzissten mit Konflikten umgehen, ist, dass es ganz bezeichnend ist, dass diese Konflikte immer aus dem Nichts passieren. Es kann die friedlichste, schönste Situation gewesen sein, in der ihr gerade wart. Ja, ihr könnt das Schönste erlebt haben. Er kann dir sogar gerade noch einen Heiratsantrag gemacht haben, gesagt haben, du bist die Traumfrau schlechthin. Ich habe noch nie jemanden so geliebt wie dich. Und von jetzt auf gleich wirst du zum Feind erklärt. Die explodieren. Ich kann es gar nicht anders sagen, denn das ist der perfekte Begriff dafür. Narzissten sind emotional super instabil, auch wenn sie immer so überzeugt wirken, ne, und so selbstbewusst, ja. Aber in ihrem Inneren sind die ständig traumatisiert, verunsichert, verletzt und tragen immer eine Riesenwut in sich. Ja? Nicht mal gegen dich, sondern allgemein. Die sind einfach immer wütend. So, also die wenigen Situationen, wo du sie mal nicht wütend erleben wirst, die werden immer weniger werden, umso besser du die kennst. So, die werden also einfach explodieren, ne? So, kann sich auch nicht mehr zusammenreißen, dann nicht mehr fangen. Es wird sehr asozial, es wird sehr beleidigend, da ist kein Respekt mehr. Der wird dich richtig angehen und du wirst die Welt nicht mehr verstehen, okay? So, und es ist wichtig, dass du verstehst, dass Narzissten einfach abgespalten leben von ihrem richtigen Selbst. Die meiste Zeit leben sie in diesem überhöhten Selbst, ja, wo sie perfekt sind und keine Fehler haben und spalten ihr richtiges Selbst ab, ne? Und deswegen akzeptieren sie auch nicht, wenn sie auf Fehler oder Kritik angesprochen werden. Das sind Minenfelder, okay? Und das Problem ist, sobald du die triggerst, gehen die in die Luft, ohne Vorwarnung. Und wenn du deren Trigger nicht kennst, wie sollst du sie kennen, ja? Dann stehst du ganz schön doof da. Und das Problem ist, der Narzisst kennt seine eigenen Tretminen nicht, weil er sich selber nicht kennt, sondern sich von sich selber abspaltet. Also ganz klares Red Flag hier ist tatsächlich auch diese Konflikte aus dem Nichts. Wenn du da so jemanden hast, dann guck bitte jetzt weiter und schau, ob die anderen Dinge auch noch zutreffen. Der nächste ganz wichtige Punkt ist tatsächlich das Rationalisieren und Rechtfertigen. Das machen oft echt nur Narzissten. Also das heißt, alles, was sie tun, alles, was sie wirklich auch Schmutziges tun, Unrechtes tun, wird immer rationalisiert oder gerechtfertigt. Du wirst niemals feststellen, dass ein Narzisst sagt, ja, stimmt, da habe ich Mist gebaut, tut mir leid. Ja? Die sind unfähig, krankes Verhalten oder Fehler zuzugeben. Und stattdessen werden Ausreden erfunden wie, ja, das habe ich ja nur gemacht, weil derjenige so böse ist oder weil der mir was Schlechtes wollte. Also ihr werdet sehen, die werden 100 Ausreden haben, um andere schlecht zu machen und gleichzeitig zu sagen, ja, ich habe den zwar gestalkt, aber das war ja nur, weil er mir was will oder, ne? Ich mache das und das und das ist vielleicht nicht rechtens, aber ich mache es ja nur, weil der andere solche kriminellen Machenschaften tut, okay? Also die werden so tun, als wären sie die Superhelden, ja, möchte gern Superhelden, verhalten sich dabei aber wie der Bösewicht. Also die bekämpfen andauernd irgendwelche Leute mit der Rechtfertigung, ne, dass sie das dürfen, weil der andere ist ja noch schlechter. Also seid da bitte mal ganz aufmerksam und schaut mal, wer hat denn Feinde in seinem Umfeld und wer ist ständig am Stalken, am Schlechtmachen, am Hetzen, ne? Und rationalisiert das dann weg von wegen mit, ja, aber das mache ich ja nur, weil derjenige so schlecht ist, deswegen darf ich das.
Leute, nein, wenn über andere Leute gehetzt wird, gemobbt wird, die fertig gemacht werden, hat das niemals einen Grund und niemals eine Rechtfertigung. Und hier muss ich wirklich eine 100%-Schiene fahren, okay? Also von daher, wenn sich jemand als Möchtegern-Held aufspielt, indem er andere fertig macht, ist er nie der Held, sondern immer genau das Gegenteil, okay? Und damit einhergeht natürlich direkt der nächste Punkt, dass Schuld immer die anderen sind. Wenn Narzissten in Konflikte geraten, geben sie immer anderen die Schuld. Nie sind sie selbst verantwortlich für irgendwas, sondern es ist immer der andere. Also haltet wirklich die Augen offen und die Ohren, ja, und schaut mal, wer gibt immer nur anderen die Schuld, ja? Und wie gesagt, wer rechtfertigt sein krankes Verhalten immer nur, weil der andere ja noch böser ist, okay? Ganz klar. Der nächste wichtige Punkt, wenn es zu Konflikten mit Narzissten kommt, ist ganz klar, dass diese Menschen niemals gelernt haben, Bewältigungsstrategien anzuwenden. Das heißt, sie können gar nichts damit anfangen zu sagen, vielleicht bin ich hier gerade verantwortlich und vielleicht tut es mir auch leid und ich sollte es wieder gut machen. Die haben halt von früh auf gelernt, Konflikt bedeutet immer, dass ich am Ende leer oder mit irgendeiner Strafe ausgehe. Das heißt, im Endeffekt ist das schon so in sie reinprogrammiert, dass sie gar nicht anders denken können. Und die fühlen deswegen auch keine Schuld und Scham. Das kannst du vergessen. Das bedeutet, Entschuldigungen von Narzissten sind immer nur pathetisch und überhaupt nicht ernst zu nehmen. Das habt ihr bestimmt alle schon erlebt, dass sie sich am Ende nur entschuldigt haben, weil ihr es vielleicht eingefordert habt, ja? Weil ihr gesagt habt, so verhält man sich. Okay, ganz großes Red Flag, dass du jemandem erklären musst, dass er sich zu entschuldigen hat, wenn er einen Fehler macht, okay? Wir haben doch schon mal ein Video drüber gemacht, narzisstische Entschuldigungen und warum sie niemals ernst gemeint sind, oben rechts, ja? Ganz klar. Also macht euch da bitte einfach nichts mehr vor, ne? Und der nächste Punkt, den nur Narzissten tun im Endeffekt in Konflikten, ist dieses Ablenken, ja, das Thema umschwenken und alte Kamellen auspacken, um dich am Ende dann wieder in den Mittelpunkt zu drängen. Das ist ganz typisch. Da wollen sie im Endeffekt nichts mit der Situation zu tun haben und kommen dann mit alten Kamellen, die du vielleicht irgendwann mal falsch gemacht hast und sagen, ja, aber du hast ja, ne? Und das heißt, die machen dann gerne noch nebenbei was anderes, die zocken. Also die zeigen dir auch ganz klar, ich respektiere dich gerade nicht. Ich bin gerade nicht Teil dieses Gesprächs, Leute. Körpersprache, Mimik, Gestik ist in einem Gespräch ganz wichtig. Da zeigt der Mensch dir schon ganz klar, was er von dir hält und wie er dich respektiert. Ja, das lernt man im NLP. Okay? Also von daher achtet mal genau darauf, wie sieht euch jemand an, sieht euch jemand überhaupt an? Narzissten können ganz oft Menschen gar nicht in die Augen gucken, ja? Kriegen die nicht hin, weil die genau wissen, dann würde man sofort erkennen, was da vorgeht, ne? So, und wie gesagt, dann fängt gleichzeitig dieses Rationalisieren wieder an und du wirst zum Buhmann gemacht, ne? Und deswegen ist dieses Ablenken und dich dann zum Thema machen, dich ins Rampenlicht schleifen, sich selbst in die Ecke drücken, ne, damit man bloß nicht mehr auf sie schaut, auch typisch narzisstisch, ganz klar. Und das nächste, was gerne nur Narzissten tun, ist dieses gerade in langen Konflikten, die schon über eine Weile dauern, beziehungsweise schon etwas her sind, ist dieses typische, verdrehen, gaslighten, dir zu sagen, du hast das falsch in Erinnerung. Die erzählen die Geschichte dann auch immer anders, weil sie selber eben nur am Lügen sind. Übrigens lügen die auch auf drei verschiedene Arten und Weisen. Wenn du da mehr wissen willst, oben das Video, schau mal bitte rein, ja. Aber dieses typische, du hast das falsch verstanden und du wirst ständig gegaslightet, dass du es falsch in Erinnerung hast, ist so ein ganz typisches Indiz. Und was dann auch ganz typisch ist, wenn du auf deinen Standpunkt beharrst, weil du bei der Story dabei warst und genau weißt, wie sie gelaufen ist, wird der Narzisst wirklich auch Silent Treatment anwenden, beziehungsweise richtig in den Wutmodus gehen, in narzisstische Wut. Und da musst du wirklich aufpassen. Und ich habe das wirklich am eigenen Leib erlebt, wie eine Kollegin im Endeffekt total auf einen Narzissten reingefallen ist im beruflichen Sinne. Und ich habe sie dann am Ende abgeschossen, weil ich gesagt habe, du lässt dich so manipulieren und das hätte ich nie von dir gedacht und ich kann das auch einfach nicht mehr. Leute, ich ziehe da meine Grenzen ganz klar, ne? Und ich konnte das dann auch nicht mehr mit verantworten, ganz ehrlich, ne? Und diese Kollegin, ich glaube, erzählt bis heute rum, dass sie mich abgeschossen hat, weil es mit mir nicht aushaltbar war. Versteht ihr? Also da sind dann auch ganz oft verdeckte Narzissten unterwegs. Also ich hatte es auch schon ganz oft mit verdeckten Narzisstinnen zu tun. Und das ist echt der Wahnsinn. Ja, also die sind sich auch keiner Schuld bewusst dann, ne? Aber Silent Treatment ist dann eben natürlich auch ein ganz klares Indiz. Du hast natürlich recht. Und er ist im Unrecht und er hat aber einfach nichts anderes mehr, womit er sich wehren kann. Deswegen fängt er dann an, dich zu ignorieren und mit Liebesentzug zu bestrafen.
So, und das sind so die Aspekte, worauf du achten kannst. Ich finde, das sind schon mehr als genug. Wenn du darauf achtest, glaub mir, dann wirst du jede Toxin in den Wind schlagen, die dir über den Weg läuft. Das geht ganz schnell, dass die sich enttarnen. Die können eben nicht lang ihr wahres Wesen vor dir verstecken, beziehungsweise ihr gespieltes Wesen. Eben deswegen sind diese Menschen einfach auch so schnell zu enttarnen, wenn du weißt, wonach du schauen musst. Und was tust du jetzt? Naja, ganz klar, bevor du schon datest, meine Liebe, mein Lieber, schreib deine Grenzen auf, kenne deine Grenzen und bewahre sie wirklich wie Festungen, okay? Was wünschst du dir? Was sind absolute No-Gos? Immer dabei haben, meinetwegen in der Handtasche, ja? Kümmere dich darum, weil Narzissten können bei dir nicht andocken, wenn du klar deine Grenzen kennst. Und ein extra Profi-Tipp von mir jetzt noch aus der Praxis: Guck dir an, wie gesunde Menschen in Konflikten sich ausagieren. Ja, ich meine, du bist ja jetzt nicht gerade 12, du hast ja nicht das erste Mal mit jemandem gestritten. Wie war es früher? Wie war es mit deinen Eltern? Wie war es mit deinen Freunden? Wie streiten vielleicht befreundete Paare, die du kennst? Ja, frag da auch mal rum. Guck dir das einfach mal an und du wirst ganz schnell merken, das läuft komplett anders und gesund ab. Und daran orientier dich. Nicht an der kranken Matrix des Narzissten, sondern eben an dem, was gut und gesund ist, meine Liebe, mein Lieber. Okay? Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht doch jetzt mal wieder einen Daumen rauf. Damit triggern wir den YouTube-Algorithmus und sorgen dafür, dass das Video sich hier verbreiten kann, ja? Das kannst du ungefähr hier tun. Die Hater können jetzt auch einen Daumen runter geben, denn auch das triggert den YouTube-Algorithmus. Also danke, liebe Narzissten, dass ihr den Daumen runter gebt. Ihr helft dabei, dass das Video sich verbreitet. Als zweites, und das ist noch wichtiger, ihr Lieben, kommentiert mal hier bitte eure Erfahrungen. Wie habt ihr das erlebt, Konflikte mit Narzissten? Ist euch vielleicht noch was aufgefallen, das ich jetzt hier gar nicht besprochen habe? Mich interessiert das und vor allem empowert ihr damit noch andere, ihr Schweigen endlich zu brechen. Okay? Und als letztes, teilt das Video mit ein, zwei Menschen, wo ihr sagt, boah, Leute, das wollte ich schon so lange meiner Schwester, meiner Freundin, meinem Bekannten teilen, dass die endlich verstehen, was ich mitgemacht habe. Ja, weil darum geht es ja hier auf diesem Channel, dass ich euch dieses komplizierte Wissen ganz einfach runtergebrochen wiedergebe und eben auch leicht verständlich für euer Umfeld darstelle. Okay, ihr Lieben? Ich wünsche euch morgen ein wunderschönes Wochenende und würde sagen, wir sehen uns nächsten Donnerstag um 18 Uhr genau hier wieder. Macht's gut!